Heute widmen wir uns dem Thema der Lautverschiebung und in diesem Zusammenhang dem sogenannten grammatischen Wechsel, den wir heute auch noch im Neuhochdeutschen sehen können. Schauen wir uns zunächst einmal diese Karte an, die kennen Sie bereits, das deutsche Sprachgebiet bis 1945. Naja, von dieser Zahl, da muss man jetzt nicht so viel halten. Wichtig ist mir hier, Sie noch einmal an die Grenze zwischen dem Mittelniederdeutschen und dem Mittelhochdeutschen zu erinnern. Sie sehen diese Linie hier schwarz markiert und der Pfeil, der deutet nochmal darauf hin, also diese Grenze zwischen Mittelniederdeutsch und Mittelhochdeutsch. Diese Linie nennen wir Benrather Linie. So, warum heißt die jetzt Benrather Linie? Hier an diesem Punkt, der allerdings viel, viel größer ist als Benrath auf der Landkarte, ist der Ort Benrath. Vielmehr ist das heute ein Stadtteil von Düsseldorf. Und durch diesen lässt man diese systematisierte, vereinfachte Benrather Linie, diese Grenze zwischen Mittelniederdeutsch und Mittelhochdeutsch verlaufen. Warum ist das so? Der Sprachwissenschaftler Georg Wenker hat 1877 diese Sprachgrenze nach dem Ort Benrath benannt. Benrath ist ein hübscher Ort, umgeben von Rittergütern und Sie sehen eben hier noch heute das Barockschloss von Benrath, ist aber alles überhaupt nicht relevant. Georg Wenker war nämlich selbst Düsseldorfer und fand das dann einfach schick, diese Grenze, die er als Sprachwissenschaftler beschrieben hat, eben ausgerechnet durch diesen Düsseldorfer Ort verlaufen zu lassen. Wichtig für Sie ist, dass Sie wissen, dass es eben eine Sprachgrenze zwischen Mittelniederdeutsch und Mittelhochdeutsch gibt. Und die hat eben genau mit dem zu tun, worüber wir heute sprechen, nämlich mit der Lautverschiebung. Also hier ist sie nochmal, die Benrather Linie, hier nochmal an der Seite in der Form nochmal nachgebildet. Was hat es jetzt mit der Lautverschiebung auf sich? Die Systematik, die Sie dann am Ende dieses Screencasts sehen werden, ist relativ groß und komplex. Wir werden uns aber sehr langsam herantasten, denn Sie werden sehen, dass es sich eigentlich um sehr, sehr einfache Dinge handelt, nämlich Lautverschiebung in Bezug auf bestimmte Konsonantengruppen, die letztendlich aber irgendwie immer die gleichen sind. Wir bewegen uns mit den Lautverschiebungen. Sie hören Plural, zwei Lautverschiebungen, von denen sprechen wir, vom Indogermanischen, also von der indogermanischen Sprachfamilie, die wir uns angeschaut haben, über das Germanische bis hin zum Mittelhochdeutschen bzw. dann auch zum Neuhochdeutschen. Wir unterscheiden zwei Lautverschiebungen, und zwar in temporaler Hinsicht, aber eben auch in geografischer, nämlich unterschieden zwischen dem Niederdeutschen und dem Hochdeutschen, also nämlich oberhalb und unterhalb der Benrather Linie. Beide Sprachgebiete können auf die erste sogenannte germanische Lautverschiebung zurückblicken. Also das ganze Sprachgebiet, das wir gerade auf der Karte gesehen haben, hat diese erste germanische Lautverschiebung durchgemacht, könnte man sagen. Unser Paradigma ist hier zunächst die Konsonantengruppe P, T und K, P, T, K. Aus dem Indogermanischen, dort sind das stimmlose Verschlusslaute. Und Sie sehen da jeweils unterschiedliche Beispiele aus hier den indogermanischen Sprachen. Das Lateinische zum Beispiel bei Pater, Indogermanisch Torn, Entschuldigung, und Lateinisch Cor. Warum steht vor dem T, also Torn im Indogermanischen, ein Sternchen? Nun, mit diesem Sternchen werden in den Wörterbüchern rekonstruierte, aber nicht überlieferte Formen gekennzeichnet. Sie wissen, aus dem Indogermanischen haben wir so gut wie keine Schriftüberlieferung. Das heißt, diese Form im Indogermanischen können wir so generell nicht nachweisen.
Aber sie lässt sich eben anhand von Lautgesetzen wie der Lautverschiebung rekonstruieren. Und wenn Sie zum Beispiel im althochdeutschen Wörterbuch und vor allem auch eben im gotischen Wörterbuch nachschlagen würden, dann würden Sie sehr viele von diesen Wörtern finden, die so ein Sternchen haben, die eben rekonstruiert sind, aber letztendlich nicht wirklich belegt. So, diese indogermanischen stimmlosen Verschlusslauten p, t und k, pt und k, werden innerhalb der germanischen Lautverschiebung, also circa zwischen 400 und 250 vor Christus, zu germanischen stimmlosen Reibelauten verschoben, und zwar p zu f, t zu th, also kennen Sie dann im Englischen als th, und k zu ch, nämlich der Ach-Laut, Chatza, Englisch father, das f, gotisch Thurnu, aber Father, da haben Sie auch da das TH im Inlaut, und Altdeutsch Cherza. Das sind jeweils Beispiele aus Sprachen, Einzelsprachen auf der Sprachstufe des Germanischen. Ja? Es sind einfach, dass Sie so ein bisschen den Eindruck bekommen, welche Sprachen dort eben Vertreter sind, und die Beispiele befinden sich alle auf der gleichen Sprachstufe in Bezug auf die Lautverschiebung. Also PT und K verschieben sich weiter zu F, S und CH. Schauen wir weiter. Ein zweiter Fall betrifft die indogermanischen stimmhaften Verschlusslaute, also die sind behaucht. Die kann man sehr schwierig aussprechen. Insofern ist es gut, dass wir sie nicht mehr haben. Das kann man sicher auch wieder gut mit sprachökonomischen Gesetzen erklären. Also BH, DH, GH, also BH, so ähnlich, DH und GH, so ähnlich muss das klingen. Hier wieder vertreten von indogermanischen Beispielen, Prater, Heub und Kostis, die werden weiter verschoben zum germanischen stimmhaften Reibelauten, die ebenso schwierig auszusprechen sind. Also das Behauchte verschwindet und stattdessen entstehen Reibelaute, also b, z und g. Zum Beispiel im gotischen Brosa, altsächsisch Diop und germanisch Gasti. Das ist die zweite Gruppe. Und wir werden aber sehen, dass mit dieser zweiten Gruppe im Germanischen noch nicht so ganz Schluss ist. Schauen wir uns aber dann zunächst noch die dritte Gruppe an. Und Sie sehen, eigentlich ist es immer die gleiche Gruppe, sozusagen in verschiedenen Zuständen, nämlich Verschlusslaut oder Reibelaut, stimmhaft und stimmlos. Ja, aber im Prinzip geht es immer um drei verwandte Laute, die sozusagen in unterschiedlichen Artikulationsweisen existieren. Die dritte Reihe sind die BDG im Indogermanischen, stimmhafte Verschlusslaute, also hier wieder ein indogermanisches Abal und lateinisch Decem und lateinisch Gignere wären hier Beispiele, da ließen sich natürlich noch sehr viele andere finden. Und die werden in der ersten germanischen Lautverschiebung zu P, T und K weiter verschoben. Also hier entstehen germanisch stimmlose Verschlusslaute, altsächsisch Apul und altsächsisch Techern und altsächsisch Kind. Ja, aus BDG werden also P, T und K. Sie können sich das Ganze, wenn Sie diese drei Gruppen gemeinsam anschauen, wird noch auf, mit einem anderen Blick sich anschauen, also eher einen systematischen Überblick, nämlich wenn Sie in der ersten Gruppe sehen, PT und K werden auf Stufe des Germanischen also existieren auf der germanischen Sprachstufe eben als Reibelaute, dann würde das im Prinzip ja heißen, dass PTK einfach verschwinden würden. Ja, das geht natürlich nicht.
So funktioniert Sprache nicht. Also da gibt es, also es gibt sozusagen Lautveränderungen und sozusagen in syntaktischen Zusammenhängen gibt es auch Lautschwund und oder morphologischen Zusammenhängen. Aber das ganze Konsonanten einfach verschwinden generell, ja, das ist natürlich also völlig abwegig. Also wenn wir wenn wir sehen, dass PTK des Indogermanischen weiter verschoben werden zu Fs und Ch, dann müssen diese PTK aber auch irgendwo wieder herkommen. Ja? Und die entstehen eben auf germanischer Stufe aus den indogermanischen BDG. Und mit dem BDG ist es genauso. Wo bekommen wir die jetzt her? Naja, aus der zweiten Gruppe. Ja? Da brauchen wir halt die BDG dann auch wieder, weil Konsonanten nämlich nicht einfach verschwinden können. Und genau das gucken wir uns jetzt an, denn noch innerhalb der germanischen Lautverschiebung, sozusagen am Ende, Übergang zur zweiten Lautverschiebung, entstehen am Ende der zweiten Lautveränderungsgruppe von BH, DH, GH über B, D und G zu BDG. Gucken wir uns gleich an. Schauen wir uns aber zunächst erstmal noch die erste Gruppe an und gucken jetzt, was in der zweiten althochdeutschen, sogenannten althochdeutschen Lautverschiebung passiert, circa 5., 6. bis 9. Jahrhundert. Das können wir so zeitlich eingrenzen. Und das genau ist diese Lautverschiebung, die vom Niederdeutschen getrennt ist. Der niederdeutsche Sprachraum, deswegen diese wichtige Grenze zwischen niederdeutschem Bereich und hochdeutschem Bereich oder oberdeutschen und mitteldeutschen Bereich, um genauer zu sein, die brauchen wir, um zu verstehen, warum sozusagen also die Dialekte so unterschiedlich sind bis zum heutigen Tag und wie sich die Lautverschiebungen dort jeweils präsent gemacht haben. Also zweite althochdeutsche Lautverschiebung ausschließlich unterhalb der Benrather Linie und das Niederdeutsche ist entsprechend ausgeschlossen. So, was passiert jetzt mit diesen germanischen stimmlosen Reibelauten F, S und Ch? Die werden innerhalb der althochdeutschen Lautverschiebung weiter verschoben zu F, beziehungsweise mit dem F passiert nichts weiter, aber aus dem F, dem TH, dem Reibelaut, wird ein stimmhafter Verschlusslaut, nämlich D, und der stimmlose Reibelaut Ch, der Achlaut in Cherza zum Beispiel, wird zu einem Spirans, also einem Hauchlaut zum Mittelhochdeutschen schon hin. Hier habe ich das neuhochdeutsche Beispiel gebracht mit Herz. Ja, also F bleibt F, F wird weiter verschoben zu D und Herz, Cherza, also Achlaut, wird dann zu einem Hauchlaut. In der zweiten Gruppe, hatte ich gerade schon gesagt, geschieht es am Ende der germanischen Lautverschiebung dazu, dass diese Reibelaute b, z und g eben zu normalen stimmhaften Verschlusslauten sich weiter verändern. Und die bleiben in der althochdeutschen, nach der althochdeutschen Lautverschiebung, muss man korrekterweise sagen, entweder bestehen, also einige Wörter, viele Wörter behalten die stimmhaften Verschlusslaute, andere werden wiederum zu stimmlosen Verschlusslauten weiter verändert. Also entweder bleibt es bei B, D und G, BDG, oder es werden P, T und K daraus. Und da haben wir jetzt dann auch wieder die P, T und K, also BDG, PTK ist alles da und FD und H haben wir aus der ersten Gruppe schon weiter verschoben. Und jetzt, da wird es jetzt ein bisschen komplizierter, weil an dieser Stelle, nämlich bei der dritten Gruppe der ursprünglichen indogermanischen BDG, die im Germanischen zu PTK weiter verändert werden, kommen dann in der althochdeutschen Lautverschiebung auch noch Afrikaten hinzu. Afrikaten, Sie erinnern sich, die Verbindung von Verschluss und Reibelauten. Und da ist es jetzt so, dass aus diesen germanisch stimmlosen Verschlusslauten, PTK, unter bestimmten Lautbedingungen, nämlich
hier in der Gruppe A, althochdeutsche Affrikaten, entstehen, Verschlusslaut plus Reibelaut, im Anlaut nach LR, also nach liquiden MN, Nasalen und bei in Gemination, also PP, TT und KK, da werden Affrikaten draus. Also Althochdeutsch Apfel, Mittelhochdeutsch 10, also auch ein Affrikat, T und ein stimmloses S. Und Oberdeutsche, vor allem Alemannische, Krind. Ja, das kennen Sie vielleicht aus dem Schweizerdeutschen. Ja, Krind, also auch ein Affrikat. Und da können Sie jetzt auch schon ganz schön sehen, wenn Sie jetzt etwa die englische Sprache daneben halten oder eben auch das Niederdeutsche, ja, also Althochdeutsch Apfel, Mittelhochdeutsch Apfel, Neuhochdeutsch Apfel. Ja, aber im Niederdeutschen heißt es eben bis zum heutigen Tag, im Plattdeutschen zum Beispiel, im Holsteinischen oder auch im Mecklenburgischen, heißt es eben Appel. Ja, genauso wie es im Englischen eben Apple heißt. Also oberhalb der Benrather Linie werden diese, entstehen diese Affrikaten nicht. Dann auf der zweiten, in der zweiten Gruppe, also Optionen sozusagen, entstehen althochdeutsche doppelte Reibelaute, zum Beispiel nach Vokalen. Aus Altsächsisch Opern, also da sind wir sozusagen auf der germanischen Sprachstufe, wird Althochdeutsch Offern und ne, Mittelhochdeutsch Offen und Neuhochdeutsch Offen. Da passiert dann natürlich nichts weiter. Ne? Es ist eine althochdeutsche Lautverschiebung mit dem Althochdeutschen im 9. Jahrhundert abgeschlossen. Deswegen sind Mittelhochdeutsche und Neuhochdeutsche Beispiele hier auch immer gut. Altsächsisch Water, das T aus dem Germanischen, zu Mittelhochdeutsch Wasser, dann wie als stimmloses S gesprochen, also Reibelaut, und Makon zu Mittelhochdeutsch Machen und Neuhochdeutsch eben dann auch Machen, ganz klar. Und auch hier können Sie wieder gut englische Beispiele hinzunehmen. Im Niederdeutschen dann das Gleiche. Englisch, Niederdeutsch können Sie da auch für diese Konsonantengruppen sehr schön miteinander gemeinsam betrachten. Also offen in, nach der althochdeutschen Lautverschiebung. Ohne althochdeutsche Lautverschiebung heißt es dann eben Opern, Open im Englischen oder eben Water und Make. Hm? Oder Macken eben dann im Niederdeutschen. Da können Sie das dann auch genauso sehen. Und die dritte Option ist, wenn althochdeutsche einfache Reibelaute eben auch nach Vokalen entstehen, zum Beispiel bei Skip zu Skiff und Latan zu Lassan und Ich und Ich, beziehungsweise auch Ich, ja, Ich-Laut, Ach-Laut, da würden Sie dann wieder dialektal entscheiden, also Alemannisch, Bayerisch, eher der Achlaut, auch bis zum heutigen Tag im Dialekt vertreten. Alles Weitere im mitteldeutschen Bereich würden Sie sich vermutlich eher mit dem Ichlaut wohlfühlen. Also das ist das, was aus den PTK entsteht, vor allem eben Affrikaten und Reibelaute entstehen auf der zweiten Stufe, also nee, der zweiten Lautverschiebung, also die Althochdeutsche. Also worum geht es hier? Es geht um die Konsonanten PTK und BDG eigentlich. Ja? PTK werden zu F, S und R in der ersten Stufe, dann diese komischen BH, DH, GH werden zu BDG, da haben wir sie, und BDG werden zu PTK, weil Konsonanten eben nicht verschwinden können. Und dann haben sie dann entweder die Reibe- oder Verschlusslaute im Mittelhochdeutschen oder schon im Althochdeutschen, F, D und R, entweder Reibelaute dann im Inlaut, aber am Anlaut natürlich Spirans. Auf der zweiten Stufe aus BDG werden entweder PTK oder BDG bleiben erhalten und auf der dritten Stufe entstehen Reibelaute oder Affrikaten. Mehr ist es eigentlich nicht. Es sind immer die gleichen Konsonanten in anderen Zuständen oder eben in Verbindungen, in Lautverbindungen, wie das dann bei den Affrikaten der Fall ist. Jetzt müssen wir uns noch mit einer Besonderheit auseinandersetzen. Und zwar mit dem sogenannten grammatischen Wechsel. Denn es ist der Fall,
das unter bestimmten Lautbedingungen auf der ersten, in der ersten Zeile der Systematik, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, entweder, also die PTK, von denen sprechen wir hier, entweder eben die gerade gezeigten stimmlosen Reibelaute entstehen, ff, ss und ch, was Sie gerade gesehen haben, nämlich genau wann, wenn der Wortakzent, das heißt die Betonung, ja, des Wortes vor dem betroffenen Konsonanten steht. Ja, deswegen haben Sie hier bei dem Beispiel lateinisch frate, haben Sie jetzt so einen kleinen Akzent da oben drauf, der Ihnen hier die Betonung markiert. Ja, der Wortakzent liegt vor dem T, deswegen dieser kleine Akzent, einfach jetzt hier für Sie sozusagen als Gedächtnisstütze. Und dann folgt das betroffene T und dann entsteht eben Brosa und dann in der zweiten Lautverschiebung dann entsprechend das D zu Bruder, Mittelhochdeutsch und dann zum Neuhochdeutsch Bruder, das D. Das gleiche, also P, T und K jeweils, wenn der Wortakzent vor dem PTK steht, dann entstehen stimmlose Reibelaute. Wenn das aber nicht der Fall ist, das heißt der Wortakzent nicht davor liegt, sondern danach, dann entstehen germanisch stimmhafte Reibelaute. Ja? Aus diesen PTK, b, z und g. Das nennt man auch sogenannte Lenisierung, das ist irgendwie so eine Erweichung dieser PTK. Also sie werden stimmhaft und sie werden dann auch noch berieben, also bekommen eine Reibelautqualität. Aber es sind trotzdem, die Ausgangsstufe ist jeweils PT und K. Was hier übersprungen wird, wird sozusagen diese BH, DH und GH. Also unter den gleichen Bedingungen, da lesen Sie es nochmal, entwickelt sich das aus dem Indogermanischen ererbte stimmlose S dann auch im Germanischen zum Z, im Nord- und Westgermanischen weiter zur R und zwar in Analogie zu den Lautverschiebungen. Ja, da haben Sie das auch noch. Ein schönes Beispiel ist da nämlich verliersen und verlieren. Ja, im Mittelhochdeutschen heißt es verliersen, da haben Sie nämlich doch das S und im Neuhochdeutschen haben Sie das R. Warum ist es jetzt so, dieses Nebeneinander von Reibelauten, also stimmlosen Reibelauten und stimmhaften Reibelauten, die jeweils aus den stimmlosen Verschlusslauten von PTK entstanden sind. Das hat sich ein Sprachwissenschaftler mit Namen Karl Ferner zurechtgelegt. Also der hat einen Merksatz formuliert und natürlich noch eine große Theorie dahinter beschrieben, die jetzt hier viel zu weit führen würde und die Sie auch nicht brauchen. Dieser Merksatz, den nennen wir auch Fernersches Gesetz, besagt Folgendes: Unter bestimmten indogermanischen Betonungsbedingungen des Wortakzents, also entweder vor den betroffenen PTK oder nach dem betroffenen PTK, nennt man auch Fernersche Umgebung, werden in der ersten Lautverschiebung stimmlose Verschlusslaute zu stimmlosen Reibelauten oder erweichten, lenisierten, stimmhaften Reibelauten verschoben. Dafür gibt es natürlich eine ganze Reihe von Beispielen. Also Sie müssen sich das in der Sprachgeschichte natürlich immer so vorstellen. Es gibt bestimmte Phänomene, die sich beobachten lassen, entweder am historischen Material oder auch an unserer neuhochdeutschen Sprache. Und da sieht man, dass es ein Nebeneinander, also synchron, ein Nebeneinander von Konsonanten gibt, die aber eigentlich in der Lautverschiebung gemeinsam sich hätten verändern sollen. Also sozusagen alles in eine Richtung. Aber man sieht eben ein Nebeneinander von unterschiedlichen Lautqualitäten dieser Konsonanten. Und zum Beispiel eben das Nebeneinander von F und B, das Nebeneinander von D und T, das Nebeneinander von H und G und eben auch hier, deswegen noch diese Anmerkung, dass in Analogie dazu auch S und das S weiter sich verändert hat, das Nebeneinander von S und R, den man auch Rotazismus nennt. Also es kommt nicht von rotieren, sondern vom griechischen Buchstaben Rho.
Also diese jeweiligen Paare, die existieren auf synchroner Sprachebene gemeinsam, zum Beispiel in den etymologisch verwandten Wörtern dürfen und darben oder auch verderben. Ja? Dürfen, verderben, das sind eben auch norddeutsche Verben, die Sie kennen. Darben ist vielleicht ein etwas antiquiertes deutsches Wort, aber das Sie eventuell auch noch kennen. Im Mittelhochdeutschen haben Sie auch noch Hof und Hübbel. Da haben Sie auch dieses Nebeneinander. Schön kann man das auch sehen bei snieden. Snieden, wir snitten. Schneiden, wir schnitten. Auch ein Nebeneinander von D und T auf synchroner Ebene. Im Mittelhochdeutschen können Sie es sehen, aber eben noch im Neuhochdeutschen. Ich miede, wir mitten. Das können Sie im Neuhochdeutschen nicht mehr sehen, ist durch Analogieausgleich verschwunden. Mittelhochdeutsch, ich zähig, wir ziggen. Ein Nebeneinander von H, Reibelaut, und G, Verschlusslaut. Slachen, wir slurgen. Fahren, wir firngen. Ja, H und G nebeneinander. Und hier dieses Beispiel, das hatte ich Ihnen schon genannt, das Nebeneinander von S und R, verliersen und verlurren. Oder auch kirsen und kurren. Das sind Beispiele, die Sie so nicht mehr haben im Neuhochdeutschen. Wieder durch Analogieausgleich verschwunden. Was man aber noch gut sehen kann, ist ich, was, wir waren. Bei, also ich was, da gibt es das nicht mehr, da gibt es den Analogieausgleich, ich war, aber wo Sie es noch sehen können, ist waren gewesen. Ja, da haben Sie auch immer noch dieses Nebeneinander von S und R. Aber es ist natürlich ganz deutlich, dass hier gerade bei so einem Wort, wo es sozusagen nur in den Tempusformen sich unterscheidet, eine Konsonantenwechsel gibt, dass die etymologisch gleichen Ursprungs sind. Also muss man irgendwie erklären, wie es dazu gekommen ist. Und dazu dient die Erklärung des grammatischen Wechsels. Ja, dass Sie dieses Nebeneinander erklären können. Eine kleine Anmerkung noch zum grammatischen Wechsel, der eben gerne auch vertauscht wird mit der Auslautverhärtung. Also eine Auslautverhärtung ist nichts anderes, als dass im Auslaut eines Wortes der stimmhafte Verschlusslaut sich zu einem, als ein stimmloser Verschlusslaut gesprochen wird. Zum Beispiel sneeden, ich snate. Ja, da steht dann halt auch, also grafisch ein T. Wir haben das im Neudeutschen natürlich auch. Ne? Da haben wir sozusagen, also das der... ist der Wurzelvokal anders, aber die Konsonanten, die haben wir ja trotzdem. Also schneiden, ich schnitt. Ja, da haben wir auch eine Auslautverhärtung. Aber, obwohl es sich hier auch um ein synchrones Nebeneinander von D und T handelt, ist das kein grammatischer Wechsel. Ja, woran kann man das erkennen, was das eine, was das andere ist? Na ganz klar, die Auslautverhärtung steht immer am Ende des Wortes, während der grammatische Wechsel im Inlaut steht. Ja, so können Sie sich das merken, also sozusagen können immer kontrollieren, steht es im Auslaut, muss es eine Auslautverhärtung sein, auch wenn es halt aussieht wie ein grammatischer Wechsel, weil es eben Wörter gibt, wie snieden zum Beispiel, wo wir beides vorhanden haben. Ja, snieden, wir snitten. Ja, da haben Sie den grammatischen Wechsel. Also die Unterscheidungskriterium ist die Stellung des betreffenden Konsonanten. Auslautverhärtung steht logischerweise im Auslaut, grammatischer Wechsel steht niemals im Auslaut. Eigentlich ganz einfach. Hier nochmal zum Schluss diese Systematik, nochmal in Gänze. Grammatischer Wechsel sehen Sie jetzt hier rot nochmal eingezeichnet. Also was jetzt in Bezug auf diese große Tabelle eigentlich geschieht. Indogermanische stimmlose Verschlusslaute werden entweder zu germanisch stimmlosen Reibelauten oder germanisch stimmhaften Reibelauten verändert auf Ebene der ersten germanischen Lautverschiebung. Also da passt das genau in diese Systematik. Und das bedeutet dann auch, dass ursprünglich weniger BH, DH, GH sich dann halt auch zu B, D und G weiter verschoben haben. Ja, die werden sozusagen... Die werden sozusagen damit übersprungen, hat es aber trotzdem gegeben. Das kann man halt irgendwie an unterschiedlichen indogermanischen Nachfolgesprachen auch rekonstruieren. Das ist es eigentlich auch schon. Eigentlich kein großer Zauber. Es ist sehr ausladend, also quantitativ hier in dieser Abbildung sieht es viel aus. Aber eigentlich sind es immer die gleichen Konsonantengruppen, die sich zwischen stimmhaften und stimmlosen Artikulationen
und Reibelauten und Verschlusslauten bewegen und dann schließlich auch noch zu Affrikaten werden können mit diesen Konsonantengruppen, wenn man sich die merkt und vielleicht auch noch ein paar Beispiele im Hinterkopf hat, dann ist man eigentlich ganz gut ausgestattet, um gewisse Lautphänomene, zum Beispiel auch Unstimmigkeiten oder Ungleichheiten zwischen dem Niederdeutschen und dem Hochdeutschen zu unterscheiden oder auch zwischen Englisch und der deutschen Sprache. Sich zu orientieren, wo dort in der Konsonantenqualität Unterschiede vorliegen. Das kann man sehr schön mit der Lautverschiebung erklären.